Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Idle Game angespielt Video. Das hier ist Idle Pins und nach kurzen technischen Schwierigkeiten haben wir festgestellt, dass unsere Tutorial-Dame auf jeden Fall ein Messer in der Stirn stecken hat und sie gibt uns Pins. Ein Alpha-Pin. Und Beginning Formation. Okay. Formations. Ich habe ein klein bisschen Angst, dass das so Idle Champions wird. Gucken wir mal. An Alpha Pin is a particular set pin and you can use it to fight enemies. The beginning is your first formation. Add pins into formations to fight enemies. Okay, drag your Alpha Pin into one slot. Ja, kann ich machen. Now you're charging, attacking that mutated lamp. Wir greifen eine mutierte Lampe an. Once you kill it, you will get some Shikara. Was auch immer das ist. Zeigt mir das jetzt an, dass ich live auf Twitch bin oder dass der Entwickler live auf Twitch ist oder dass die Lampe live auf Twitch ist. Ich bin mir nicht sicher. Once the Shikara bar is full, you can claim a new Alpha Pin. Der Entwickler ist live, okay. Fill this Shikara bar and claim your first pin. Ja, bin dabei. Spielt gerade Just Chatting, okay. The green bar is attacking progress of your pin. The red bar are the hit points. If your pin's hit points drops to zero, they will have to recover to continue attacking. Okay, was auch immer das bedeutet. Also wahrscheinlich gehen sie dann aus dem Auto-Ding raus. Wir gehen hier einfach mal auf 1-2 weiter. So, und wir haben perfect, you defeated enough enemies and it's time to advance into the next zone. Ja, habe ich gerade gemacht. Click the right arrow next to the enemy name. Ja, das hab ich doch gerade schon gemacht. Come on. Equip your new pin. Can do. Ich schreibe den Titel mal gerade bei Twitch rein. Idle Pins heißt das ganze Ding. Ich habe noch unser einer Pin ist offenbar dead. Achso, der recovert dann aber automatisch. Ich finde halt irgendwie, diese Anzeige hier rechts neben dem Pin sieht halt irgendwie so nach Texturfehler aus. Und das hier oben sieht irgendwie, also das sieht auch irgendwie alles komisch aus, aber okay. Meinetwegen. Ah, das sind die Stats von dem Monster, ja. Haben ein Achievement bekommen. Once you have two extra alphas, fuse them by dragging one over the other. If you want, you can use one alpha from the formation. Okay. Ja, okay. Wir warten nochmal auf einen neuen. Ah, wobei. Wir haben ja eh nur zwei Slots in der Formation, ne? Okay, und das Alpha wird Beta. Spannend. Und wir haben einen Help-Pin bekommen. Hey! Click it to know more things about the game basics. I will update it every time you unlock a new feature. And that's it. Fast tutorial, right? Finish the 1-2 zone to unlock the first cool feature. The Dev and I wish you have a fun time. Ja, okay. Danke. Kann ich den Beta-Pin hier einsetzen? Macht der Damage? Ich glaube, die sind schon dafür gedacht, oder? Ich werfe gerade Pins auf Lampen, ja. Das ist das, was gerade passiert. Was? Ich habe einen Craft-Pin bekommen. Und einen Shiro-Blueprint. Okay, jetzt haben wir 200 Dingsies bekommen, was auch immer das ist. Hilfe. Hier geht auf jeden Fall viel.
One free... Wait, what? One free crafting slot. Also, ich drücke hier auf Start. You don't have enough materials. Okay, wir brauchen... Also, wir brauchen 10 Gras. Um... Okay, also wir haben gelernt, die Alpha-Pins bestehen nur aus Gras. Gut. Klare Sache. Wir können mal noch einen Alpha-Pin craften. Und machen da auch noch einen Beta-Pin draus und machen das mal so. Hat ein bisschen was von Runen hochcuben bei Diablo 2. Was ist das hier? Das ist einfach nur die Übersicht der Achievements, ja? Das sind einige auf jeden Fall. Ah, und hier hat man dann auch mal Settings, okay. Es gibt Codes, okay. Weder das eine noch das andere ist meine Auflösung. Das Fenster ist winzig. Wir können es größer machen, aber das macht das Seitenverhältnis halt auch nicht besser, ne? Ja, Slarius, schau ich mal. Wobei Horrorgames jetzt gar nicht so meins sind, aber ich guck bei Gelegenheit mal rein. Am Wochenende habe ich da auf jeden Fall Zeit zu. Jetzt gehen wir aber erstmal in die dritte Area. Besiegen wir das Ding überhaupt? Weil hier passiert gar nichts. Ah ja, doch. Okay. Sehe ich irgendwo die Hitpoints von dem Monster? Irgendwie passiert hier überhaupt nichts bei den Stats. Oder ist das das hier? Nee. Also... Entwickler Japaner? Keine Ahnung, wir können es rausfinden. Indem wir wahrscheinlich einfach mal den Twitch-Stream angucken. Der lädt und lädt. Ja, irgendwie buggt mein Twitch in letzter Zeit rum. Bye, bye, things. I want to buy. Not coffee, I want to buy a yacht. Der ist auf jeden Fall deutlich weiter als ich. Und deutlich leiser als ich. Der ist so leise. Er spricht auch nicht so viel, oder? Ich habe ein Achievement erhalten, das habe ich wohl gesehen. Das kriege ich wahrscheinlich auch noch, wenn ich die anderen Social-Media-Teile anschmeiße. Machen wir aber gerade mal nicht. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch Discord und Wiki klicken und dann... aber lassen wir gerade mal. Stattdessen nehmen wir diese Alpha-Pins und diesen Beta-Pin. Dass man die Achievement-Fenster auch selber wegklicken muss, ist ein bisschen anstrengend. Und packen diesen Gamma-Pin da rein. Jetzt machen wir irgendwie absurd viel Schaden, kann das sein? Ich finde das halt super weird, weil... Also... Ah, so, was sich hier füllt, ist quasi die Attack-Leiste von dem Monster. Und immer wenn die voll ist, schlägt das Monster zu. Jetzt habe ich es gerallt. Ich könnte mal meine eigene Mucke wieder anmachen, wa? Das wäre voll der Deal. So... Schon bald schmeißt du mit Kürbissen nach Lampen. Ist nicht mehr so weit entfernt. Ja, ich freue mich ungemein. Also, das Halloween ist zwar vorbei, aber meine Güte. Sind einfach beide Monster tot?
Beide Pins meine ich. Wir kriegen ja ganz schön auf den Sack, kann das sein? Oh. Der ist gerade gedroppt. Sind die Restkürbisse aus dem Supermarkt? Ja, gut. Kennst du Psychonauts? Ja, habe ich aber nie selber gespielt. Okay, ich glaube, bei dem Monster kommen wir einfach noch nicht so gut vorwärts. Nehmen wir noch einen Gamma-Pin mit rein. Gucken wir, ob wir vielleicht einen Delta-Pin hinkriegen. Oder einen dritten Pin-Slot oder so. Oh, und wir haben vor allem die Möglichkeit, hier irgendwas zu craften. Was auch immer Chihiro ist. Ich bin mir unsicher. Gut, das braucht ein bisschen, das lassen wir mal laufen. Und verprügeln in der Zeit weiter diese Lampe. Also irgendwie. Ja, läuft doch irgendwo Musik, oder? Nee, aber. Ist, es wirkt halt. Es wirkt halt so. Wie hier ist x-beliebige Idle-Game. Die Pin-Mechanik finde ich jetzt halt nicht so spannend bislang. Außer, dass ich das Ganze halt irgendwie in Häkchen so langsamer macht, dass man jetzt halt nicht super schnell super krassen Fortschritt hat. Also es ist quasi so der regulierende Faktor im Moment, aber irgendwie. Minecraft ist fertig, in der Tat. Wow, wir haben einfach noch einen Alpha-Pin gecraftet. Das ist ja traumhaft. Ich freue mich. Ich will Tuning. Dann auf jeden Fall. Was auch immer das macht. Aber hey, das heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen Alpha-Pin und können dann da draus einen Delta-Pin machen. Laut grobe Übersetzung ist Chihiro sowas wie ein Mana-Hiro. Ja, nein. Nein, ich. Nein. Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass Iro die Frisur meint. Nee. Mein Gott, die Dinge da aus der Formation zu kriegen, ist ein bisschen anstrengend. Alright, reicht das, um die inzwischen sehr brennende Lampe platt zu machen. Safe. Wer war das denn? Hypno! Vielen, vielen Dank für 18 Monate. Dankeschön für den Support und 18 Monate? Das sind fast 4 Jahre. Vielen Dank. Kriegen wir direkt noch ein Achievement. Was steht hier eigentlich? Enable this to consume R-Cap and get one more drop roll per enemy, okay. Dirium
Okay, wir können hier maximal was. Was mache ich denn hiermit eigentlich? Achso, das ist die Formation an sich, ne? Zeit verrennt? Ja, in dem Spiel irgendwie gerade gefühlt nicht so. Was ist denn das eigentlich für ein Geistergolem Halloween-Event? Wir haben einen Bubob 2-Pin bekommen. Add Scary Bobs into your formation and hit enemies to collect candies. Wie stehst du zu Achievement Hunten? Jetzt inwiefern, ob ich das selber mache oder? Also ich mache das extrem wenig. Und ansonsten ist es mir relativ egal. Also wenn jemand Achievements handeln will, bitte. Also wer bin ich, dass ich irgendwem anders vorschreiben würde, wie er was zu spielen hat oder wie er Spaß zu haben hat. Also wenn irgendjemand total Spaß am Achievements handeln hat, please go for it. So. Meins ist es meistens halt nicht. Also es gibt wenig Spiele, die ich so auf 100% gespielt habe. Mir meistens einfach zu grindlastig ist, aber kommt doch immer aufs Spiel drauf an. So hin und wieder kann es auch echt motivierend sein. Man sagt so, okay, mir fehlen dann noch so diese drei Achievements, lass mal ein bisschen was machen. Irgendwie noch mal ein bisschen Zeit reinstecken, noch mal ein bisschen verbessern. Ich nehme gerade mal den Pin raus und gucke mal. Okay, der Pin ist halt nicht so gut, oder? Das ist quasi ein Boss und wir haben nur eine bestimmte Zeit. Und das Ding ist halt ultra schnell und haut uns halt voll auf den Sack. Aber wir kriegen es, oder? Bam. Craft the map to explore new zones. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen Materials für. Wir können uns einen Season Pass craften. Spannend. Ich würde gern, glaube ich, nicht dauerhaft die Lamp farmen, oder? Die macht nämlich... Also nicht die 1.5er. Lass mal wieder auf die 1.4er rübergehen. So wie in Path of Exile oder Diablo? Was jetzt? Diablo hat ja gar keine, also Diablo 2 hat zumindest gar keine Achievements. Und bei Path of Exile würde ich auch sagen, ist das, mache ich das eher, oder habe ich das eher wenig gemacht. Also da ist höchstens nochmal, wenn man sieht, so okay, da kriege ich halt coole MTX für, so dann maybe, aber selbst dann eigentlich nicht unbedingt. Diablo 3 hatte Achievements, oder? Mache Achievements oft noch mit, wenn ich sie gut nebenbei mitnehmen kann oder sie noch zusätzlich machen kann, ohne nochmal doppelt so lange grinden zu müssen, wie das Spiel bisher gedauert hat. Oder extra für diese ein, zwei Achievements das Spiel nochmal durchspielen muss. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also es ist halt so, wenn es sich gut nebenbei machen lässt, dann ja. Oder halt wenig extra Aufwand erfordert. Aber so massiv grinden, nur für Achievements halt so, na, danke. Nur 3 hat ein Punktesystem für Achievements, weiß ich echt nicht mehr. Es ist halt auch aber einfach 6 Jahre her oder so, dass ich zuletzt Diablo 3 gespielt habe. Schaffen wir mit dem Epsilon-Pin eigentlich die 1.5er-Lampe besser?
kriegt immer noch ganz schön aufs Maul. Die ganze Zeit Candy vom Geist. Ja, irgendwas passiert hier, oder? Das sind diese R-Caps oder so. Das ist auch richtig gut zu erkennen hier. So lila auf dunkelgrau, das ist richtig gut. Was auch immer. Okay, das ist so eine Slot-Maschine. Zwei Zeta-Pins sind das jetzt einfach ultra starke Pins. Stand da nicht gerade auch zwei? Achso, der zweite ist hier. Sind die jetzt einfach absurd? Also sind das jetzt wirklich schon Stufe 26 Pins? Sieht nicht so aus. Also dann wäre der auf jeden Fall nicht so viel stärker als der Epsilon-Pin. Können wir eigentlich zwei von denen fusen? Können wir. Ob das clever war, weiß ich nicht. Zeta ist der sechste Buchstabe. Ich habe leider wenig Ahnung vom griechischen Alphabet. Aber okay. Dann kommt Zeta offenbar nach Epsilon. Gut zu wissen. Und wir sollten gerade mal genug Materials haben, um die Map craften zu können, oder? Machen wir mal. Können wir das Ding auch noch machen? Dann? Theoretisch ja, wenn die Map fertig ist. Okay. Was ist das hier jetzt? Achso, hier kriegen wir jetzt einfach more drops per roll, okay. Was auch immer. Fett. Dezember, vielen, vielen Dank für 30 Monate. Das sind fast 4 Jahre. Dankeschön. Wo ist Hot Dirk, wenn man ihn braucht? Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Kappa-Pin. Da sehe ich uns. Das dauert aber noch ein bisschen. Warum kriegen wir eigentlich die ganze Zeit keine Alpha-Pins nach? Was wird denn gespielt? Steht im Titel. Idle Pins heißt das Ganze. Wie findest du das? Ist doch voll ätzend, oder? Das Spiel bislang? Ich weiß nicht, ich finde es auf jeden Fall deutlich besser als das vorher. Ist halt so ein Idle-Game, also ist bislang jetzt nicht super außergewöhnlich, aber... Was ist den anderen Text? Ach so. Ich weiß nicht, welches Game das war, da hast du nur bestimmte Items nur bekommen, wenn man ein bestimmtes Achievement gemacht hat, beziehungsweise es geschafft hat. Und danach muss man, wenn man das Spiel wieder mal zockt, die Achievements erneut triggern. Das klingt auf jeden Fall einfach nur noch schlecht programmiert. Griechische Buchstaben lernen? Ja. Aber es ist halt so, why? Also wie oft brauche ich das? Also es ist halt so eine Sache, brauchst du halt gefühlt nie und ist jetzt nichts, wo ich spontan sagen würde, habe ich Spaß dran, das zu lernen. Fast wie Mario wurde, wie ist es denn? Mario's Missing, Lernen mit Bench. Ja, hier lerne ich eher selber.
Haben wir bei Mario's Missing so viel gelernt? Sag mal, habe ich das hier nicht extra auf automatisch gestellt, damit hier die Alpha-Pins irgendwie automatisch spawnen? Da passiert halt nichts, oder? Oder ist das hier unten, damit ein Alpha-Pin automatisch spawnt und hier muss ich das per Hand machen? Wir haben was über die Sehenswürdigkeiten gelernt. Ich weiß nicht, ob wir da was gelernt haben. Ich habe das gefühlt alles wieder vergessen. Ist halt so... Gelesen? Ja. Gelernt? Nein. Immer bei 100% automatisch? Ja, ja. Das ist mir schon klar, aber manchmal steht hier halt auch 100% und es kommt halt kein neuer Pin. Du bekommst für jeden per Hand gesammelten Pin einen Token. Oh, okay. Und dann passiert der nächste automatisch. Alles klar. Die Map ist außerdem fertig. Okay, ich würde, was auch immer das gerne ist, Tuning offenbar machen. Okay. Ich bleib noch mal kurz hier, bis wir das Ding voll haben. Das kann ja auch nicht mehr so lange dauern. Sieht aus wie die Mario World Map schon ein bisschen, ne? Also schon sehr. Okay, hier haben wir jetzt auch einfach nur einen Alpha-Pin für bekommen, oder? Sehe ich das richtig? Ja, mäßig spannend. Gut, was ist denn das hier eigentlich? Oh, wow. Hallo. A lot of coffee is being used to make and update this game. Help Arxia, wie auch immer man das ausspricht, to continue making games by donating and get in-game cool stuff. Cool in-game stuff, aber okay. Es ist schon, also es ist halt Singleplayer, aber es ist quasi schon pay to win. Slarius, sorry, aber ich habe gerade überhaupt nicht das Gehirn dafür, mich mit irgendwie Problemen von anderen Spielen auseinanderzusetzen, während ich versuche, hier in ein Spiel, was ich nicht kenne, einzusteigen. Nimm es mir nicht übel. Aber ich kann mich halt irgendwie nur auf eine Sache konzentrieren. Hä, du findest God Bob einen coolen Namen. Stand das da gerade mit bei? God Bob. All Pins Charge, Hit Points, Recover Amount plus 100% Item. Es ist halt schon... Ja, okay. Ja, weiß ich halt nicht. Also im Moment sehe ich mich hier halt kein Geld ausgeben, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist jetzt nicht so schlecht, also... Es ist zumindest erstmal irgendwie spannender als das vorher. Aber lass doch mal einfach in den Forest wechseln und gegen verrückte Batterien kämpfen. Das klingt sinnvoll. Jetzt sehe ich unten auch endlich den Counter, weil man ins nächste Gebiet kann. Goodness. Ich finde es schön, dass an der Batterie offensichtlich ein Kabel dran ist. Oder was auch immer das sein soll. Es ist fragwürdig, aber okay.
Findest du es nicht schlecht, aber irgendwas fehlt noch? Ja? Mal gucken, wir können ja noch ein paar Sachen craften. Wir haben ja jetzt erstmal Tuning freigeschaltet und 1000 Christblood bekommen, was auch immer das ist. Und ganz viele neue Sachen zum Crafting freigeschaltet, die wir uns quasi fast alle leisten können. Wir können eine neue Formation craften. Lass doch das mal machen. Abfahrt. Also es ist, glaube ich, nur ein extra Formation-Slot, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Mittlerweile sollte sich doch das Genre Bench-Spiele etabliert haben, oder? Ich weiß nicht. Ich spiele ja nun auch noch andere Sachen. Hin und wieder. Tuning. Was macht denn Tuning? Wir haben jetzt so ein Tuning-Menü. Oh, wow, okay. Hier gehen Dinge ab. Kann ich nicht einen anderen Pin tunen? Das ist Level 1 Alpha, okay. Offenbar müssen wir... Ah, okay, hier unten kann ich das auswählen. I see. Ja, lass doch mal den höchsten Pin einfach tunen, oder? Brauchen wir 100 für? Der ist jetzt Level 1, okay. Und wenn wir einen Pin-Score von 100% haben, können wir hier ein Feld auswählen? Oder wie sehe ich das? Also ich könnte mir auch einfach die Hilfe durchlesen, ne? Das wäre halt wahrscheinlich total gut. Wir haben das Ding aber auf jeden Fall gerade getuned. So, ich gebe mir mal mehr zum Tuning, bitte. Welcome to Idle Pins Underground. This is where you can improve your pins by tuning up to 11 different stats. Naturally sind es 11. We don't have any control over the results, which is why you will get different values each time you tune a pin. You can tell if you did a good job based on the rank obtained on that stat. D, C, B, okay. Also D ist das schlechteste und S plus ist das beste. Be careful, all of the stats will change after each tuning. However, there's a way to keep the stats that you won. Keep playing and discover it. Do you have any more questions? Mother. How did you pass the final pin soldier test without knowing the basics of tuning? Listen, every 10 pin level you'll unlock a new stat to tune. Pretty simple, right? Oh, voll die Wall of Text. Remember that your pins levels will be lost after starting a new season. Ah, Seasons sind quasi so die Soft Resets, ja? Yeah? However, your unlocked and tuned stats will still be active. You will always tune only the stats based on your pin level. So you will have the chance to tune or lock starting stats using less materials. Das habe ich gelesen, aber nicht wahrgenommen. Es ist also... Ich habe keine Ahnung, was in dem Satz stand. Of course you need materials. Kill leaders to get as much Christblood as possible. Oder Christblood, wie auch immer. There's one important thing you should know, which is the secret to get awesome pins. Pay attention. Do you see that big pin image? If you click a star, you can lock that stat. Oh, okay, das ist das. And tune that pin again. The stat will not change and you will not lose that awesome S or S plus ranked stat. Be careful, because the cost of tuning will increase each edition. Okay. Okay, ich habe ein bisschen was verstanden. Ich bin mir noch nicht sicher, wie der Kram hier funktioniert. Also wir haben hier jetzt ein C-Ding und ich könnte das jetzt behalten und dann kann ich ihn nochmal tunen. You have locked all the stats. What? Aber wir haben nur einen Stat. Okay, das ist jetzt aber immerhin B. Dann behalten wir das doch einfach mal. Aber irgendwie erwarte ich halt immer, dass hier noch was passiert. Also die Pin-Score wird halt besser, ja, okay. Aber hier steht halt überall not tuned.
Aber vielleicht sind irgendwie WoW von Global Alloy und so auch einfach andere Sachen. Gut, wir haben inzwischen auf jeden Fall einiges an Alpha-Pins hier. Und können auch locker mal ins nächste Gebiet gehen. Haben wir jetzt auf der Map eigentlich mehr aufgedeckt? Nee, weil wir das nächste Gebiet noch nicht freigeschaltet haben. Aber unser Craft ist fertig. So langsam kommt man ein bisschen rein, oder? Also es passiert halt was. So, wir haben jetzt nämlich einen neuen Formation-Slot, wenn ich das richtig sehe. Außerdem würde ich das ganz gerne erforschen, was auch immer das ist. Sollten wir jetzt nicht ein... Our story begins with this formation. So sad. So, every 250 levels, each kill will count as one kill more. Fett. Coldly Lover, vielen, vielen Dank für 11 Monate Sub. Dankeschön. Das sind schon fast 4 Jahre. Vielen Dank. Hier hatte ich mir irgendwie mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Aber hier leveln wir quasi die Formation, ja? Und wie level ich das? Use Formation Points to level up Formations. Ja, aber woher kriege ich denn Formation Points? Help. A good strategy can make a big difference in battle. A big difference macht auf jeden Fall auch Lepo. Vielen, vielen Dank für 29 Monate Sub. Dankeschön. Das sind auch fast 4 Jahre. Vielen Dank. Aber ja, a good strategy can make a big difference in a battle. In order to use attack or support pins in a battle, you will need a formation. Each formation is different and has a different number of types and slots. Das wird, glaube ich, noch echt tiefgängig, oder? Having more slots means more pins fighting. But a good pin soldier knows how to combine pins and when to use each one to take advantage in the fight. All formations have different bonuses. These bonuses can be improved by leveling them up with a rare currency called formation points. Any unlocked formations will not be lost after the new season. This makes the new starch much faster. Das habe ich gerade Starch gesagt. Something else is pretty cool. Something else that is pretty cool is each formation owned will boost all of your pins charge amount by 5%. You may already know that you can get new formations by crafting, but maybe you don't know that. Some enemies can drop special formations. Ooh. And levels? Well, you should ignore this for now. Only experienced soldiers will be able to improve their formations, okay? Also craften wir neue Formationen, ja? Irgendwas ist hier fertig. Get auf jeden Fall. Wir haben. Ah, die Noob Formation unlocked. Okay, das sind Formations, I see. Science is power? Auf jeden Fall. Gimme Science. Und Season können wir uns noch nicht leisten. Gott, hier ist so viel Stuff am Start. So, und da können wir jetzt quasi... Kann ich nicht die Formation jetzt nehmen, indem ich die hier oben hinziehe? War das nicht der Deal? Oder muss ich da zuerst die Pins entfernen? Aber das sollte doch eigentlich eine Formation sein, oder? Sehe ich das falsch? Im Formationsmenü? Ah, oh, okay, das muss ich jetzt hier wechseln. Oh wow, hier geht eine Menge Stuff. Okay, und ich muss die auf ihren Zugehörigen... Ah, und die können dann immer nur auf bestimmte Farben, ja? Spannend. Okay. Ich glaube, das Spiel ist viel deeper, als man am Anfang denken würde. Und jetzt...
Das war kein Kabel, was an der Batterie hing, das war ein Fuß. Das Ding kriegt langsam Arme und Beine. Crazy shit. Was geht denn hier eigentlich? 4 Tank. Ich hätte lieber einen 5 Tank. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ein bisschen zumindest. Ich wünsche, man könnte Pins aus der Formation einfach wieder rausziehen, anstatt auf dieses winzig kleine X zu drücken. Das wäre ganz angenehm. Aber okay. Achso, wir craften noch was, aber wir sind jetzt fertig. Synthlab Menu. Black is good, da fehlt uns aber noch Eis zu. Eis haben wir noch nicht. Kein Eis-Eis-Baby für uns. Es wäre ganz cool, wenn man die completed Sachen ausblenden könnte. Oder das automatisch passieren würde. Aber okay. Ja, das ist doch garantiert hier so ein Menü-Button. Was geht hier? Achso, das ist einfach nur der Shop, ja. Okay, ich glaube, das muss ich mir durchlesen. Help! Time for some science. First things first. Here I'm known as Dr. Aigua. I also happen to be a master synthesizer. Ist klar. In this laboratory you can level your pins. Why is this so important? Well, you can't unlock new tuning stats if you don't level up your pins. Also, your pins' damage, hit points and recovery amount will increase by 1% per pin level and by an extra 5% every 10 levels. What's with that face? Oh, I see, you don't like math. Yeah, alright. Let's keep it simple. A level 20 pin will do 20% more damage and an extra 10%. Ja, ich hab das schon verstanden, also, ich wollte es nicht wegklicken. Ich wollte den Rest darunter noch lesen. You will need two things. The first thing is a synth machine. We will give you one every time you unlock a new tunable pin. The second thing is cells. You will need them to charge a pin until it level ups. Ja, und wo kriege ich die Cells her? Das wäre halt total gut, wenn das irgendwie mal stehen würde. So, Craft ist... Oh, wir haben ein neues... Nee, Craft ist fertig. Ja, aber es ist halt nur ein Pin. Der ist jetzt mal nicht so wichtig, aber... Alrighty. So, Knowledge. Können wir uns total leisten? Machen wir. 5 Minuten für Knowledge. War da nicht ein Sales-Tab? Ey, also im Hilfsmenü? War es das? Tatsächlich. You have to dismantle some pins to get cells. I know this can be difficult, but the gains in the long term outweigh the short term cost. As you level your pins, they gain powerful... Ja, okay. Take this little free cell. Ist das eine Anspielung? Auf dieses Windows-Kartenspiel. Wahrscheinlich nicht. Aber ich bekomme auch gerade keine Free Cell. Dazu müssen wir bestimmt noch was unlocken, oder? Das geht doch bestimmt noch nicht. Wir können hier auf jeden Fall mal den Map Battery Boss angehen und gucken, ob wir den packen. Sieht ganz gut aus auf jeden Fall. Wir können sogar den Beta-Pin noch mit reinschmeißen. Das ist ein... Oh, I get it. Wo waren noch gleich die Codes? Es ist einfach so viel Stuff, ne? Hier. Okay. Wir haben den ECL-Pin bekommen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich damit mache, aber... Freeze Hell ging nicht übers Netzwerk zu spielen. Nee, das war tatsächlich Harz.
Boah, und da fällt mir ein, ich habe extrem Bock, mal wieder Hearts in Atlantis von Stephen King zu lesen, weil das leider ein echt gutes Buch ist. Andererseits stecke ich gerade mittendrin in der Dunklen Turmreihe beim zweiten Durchlesen und die kann ich jetzt leider nicht mittendrin abbrechen. Und da habe ich leider noch so, keine Ahnung, 4000 Seiten vor mir. Wenn es reicht. Erstes Spiel, wo sich Hilfe durchlesen lohnt. Ja. Schon. Wenn ich sie auch wirklich lesen und nicht nur vorlesen würde. Olila haben wir gar nicht, oder? Das heißt, wir können den Delta-Pin nirgendwo einsetzen. Das ist ja ungünstig. Was sagt denn die Map eigentlich inzwischen? Haben wir hier mal ein neues Gebiet? Nee, ne? Achso, damit, weil wir haben doch hier locker schon genug besiegt von den Map-Batteries. Achso, es geht noch weiter, tatsächlich. Okay, es geht dann wahrscheinlich bis 2.10. Ich verstehe. So, wie sieht es denn eigentlich mal mit Craften aus? Knowledge braucht noch ein bisschen. Get an extra... Ah, okay, wir können einen extra Crafting-Slot im Shop kaufen. Ja, nee. Lass gerade mal nicht machen. Ich denke mal, das sind die Achievements, aber das sind... Nee. Das sind die Achievements. Aber das sind auch wirklich einfach nur Achievements, denn da kriegen wir jetzt nicht noch irgendeinen Boost durch oder so. Nee, ich glaube nicht. Zumindest nichts Nennenswertes, wenn dann. Irgendwie habe ich das Pin-Tuning noch nicht so ganz verstanden, aber warten wir mal ab. Das ist auch eine Sache, die ich noch gar nicht... Okay, Salts available. Und wie... Das braucht einen Tag und 10 Stunden? Uff. Ja gut, das machen wir heute wohl nicht mehr. Aber wir kriegen Knowledge. The Enemy's Drop List. Okay, das ist jetzt erstmal mäßig spannend, aber okay. Alles andere können wir uns tatsächlich nicht leisten, weil wir kein Eis haben. Da müssen wir garantiert erstmal ins nächste Gebiet. Und so lange können wir halt locker einfach mal Alpha-Pins craften, oder? Kann ich den Inspektor jetzt hier drauf ziehen oder wie läuft das jetzt? Hier ist jetzt irgendein Button mit bei, aber ich sehe halt nichts. Du musst alle Zellen draufhauen. Wait, what? Hier war das. Nee. Hier war das. Oh, okay. Okay. Jetzt verstehe ich es mit den Cells. Danke für den Hinweis. Dann machen wir das nämlich auch einfach deutlich schneller. Da können wir hier nämlich einfach mal locker. Wir haben ja Cells bis zum Umfallen. Ja, damit können wir halt einfach mal. So, die Hälfte der Cells reinhauen. Dann dauert es nur noch 24 Minuten. Kommen.
Hau alles Salz da rein, dann ist das in 12 Minuten fertig. So. Die Frage ist, ob die sich verbrauchen, aber okay. Unten in der Ecke wird angezeigt, was er droppt. Wird es das? Wo denn? Und irgendein Craft ist so, das Ding ist fertig, ja, get. Oh, da unten dann, ja, okay, also hier in dem grauen Feld. Okay. Die Mad Batteries haben Augen bekommen. Und die hauen langsam ganz schön rein. Ist hier eigentlich ein Gamma-Pin drin? Ach nee, das ist der Geist, okay. Okay, die macht, also die 2.7er macht halt noch ganz schön Rabatz. Sind keine Augen, das ist Schnee. Willst du mir sagen, dass das Schnee ist? Nachdem das Ding Arme und Beine bekommen hat, ist das Schnee. Ist klar. Das klingt vollkommen logisch. Ich will jetzt kein Backseat-Gaming machen, aber Level 1 Pin zu leveln ist eher sinnlos gerade. Ja, aber ich habe halt keine anderen Pins. Also die sind halt alle Level 1. Und irgendwann muss ich sie ja leveln, oder? Also. Ach, du meinst den Alpha? Also meinst eher, ich sollte gerade irgendwie eher so den einen von den Pins leveln. Ja, aber geht doch fix. Lass mich doch einfach mal ein bisschen probieren. Außerdem nutze ich den Alpha wohl, so. Ja, wir sollten auf jeden Fall mal einen zurückgehen. Okay, ich... Ich bin gerade an dem Punkt, wo ich so ein klein bisschen overwhelmed bin von dem ganzen Kram, der da jetzt plötzlich mit drin steckt. Aber eher so negativ overwhelmed. Also eher so, oh wow, mit so viel habe ich gerade nicht gerechnet, aber irgendwie... Also es ist jetzt halt nicht so ein Perfect Tower 2, wo man die ganze Zeit denkt, what the fuck, wo kommt das alles her? Aber es ist alles geil irgendwie und hier ist jetzt, sondern eher so, ja, hier ist... Ja, hier ist jetzt die ganze Zeit neuer Kram und es ist eher anstrengend. Guck mal rechts beim Geist. Bei dem Lockdinget oder hier jetzt meinst du? Ich kann hier irgendwas pflanzen auf jeden Fall. Keine Ahnung, was das macht. Außerdem kann ich hier nochmal rollen und gucken, was wir bekommen. Offenbar nichts. Hot Sword Pin. Den kann ich doch safe da einsetzen, oder? Der ist jetzt halt ein bisschen... Ein DPS-Wert wäre halt gut. Also der hat tatsächlich 47 DPS, so gesehen. Durchs Rollen leveln auch die Kürbisse. Ja, das kann aber auch an dem Roll gelegen haben. Oder leveln die da grundsätzlich mit bei... Leaf Pin. Scheint so...
Wir haben ja noch ein bisschen. Wir rollen noch mal eine Runde. Und ein Kürbis ist auf jeden Fall reif. Was bekomme ich jetzt dafür? Sind das die Candies? Ah, und dann steigt hier der Vier-Tank. Okay. Ich verstehe. Und zwar ordentlich. 3 Delta-Pins. Nice. Okay, neu planten und einmal rollen können wir noch. Okay, das ist leider Trash. Gut, jetzt haben wir hier ganz viel Stuff. Das können wir auf jeden Fall mal kombinieren. Gelb haben wir auch nicht, ne? Ist ja eher ungünstig. Den Beta-Pin können wir gerade noch einsetzen. Müsste nicht eigentlich langsam mal... Nee, das Ding fertig sein. 5 Minuten tatsächlich noch, okay. Hast du eigentlich schon mal Slots Idle gespielt? So ein Idle-Glücksspielautomat? Nee, sagt mir gar nichts. Wer ist bitte Hot Dirk und wann bekommen wir ihn? Es ist, wenn du $100 in das Spiel steckst, kommt Hot Dirk vorbei und macht einen Striptease auf deinem Tisch. Noch so ein Leaf-Dingsy. Wenn wir den rausnehmen und den dafür reinsetzen. Der macht halt voll wenig, aber warte mal, für was ist denn... Ich check halt noch nicht, was die Pins so unterschiedlich macht. Also der hat halt... Der hat halt einfach sau viele HP, oder? Das ist so sein Deal. Er hat halt einfach 60 HP. Halt schon einfach sehr tanky. Kürbis fertig? Ja. Meine Güte. Kürbis soll man nicht so stressen. Aber nein, Slots Idle habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Sagt mir auch gerade gar nichts. Ich hätte hier gern irgendwie so einen Sortier-Button, der irgendwie... Gucken wir, wir dismanteln. Also brauchen wir die Tanks noch für irgendwas anderes oder sind die einfach nur da, um Cells zu bekommen? Das wäre jetzt so meine Frage. Ich dismantle das jetzt einfach mal. Und dann, keine Ahnung, packen wir mal 1000 hier rein. Scheiß drauf, pack 2000 da rein. 2000 da rein. 2000 da rein. So läuft. Da können wir jetzt theoretisch noch einen höher mitgehen. Lass das mal machen. Der braucht aber einen grünen Slot. Da muss der Leaf-Pin da leider erstmal raus und du musst da rein. Er macht halt scheiß viel Schaden. Der one-hittet die Teile halt. Ist halt nicht wahnsinnig schnell. Und kriegt auch schnell auf den Sack. Vielleicht sollten wir den Geist mal dahin packen. Der Geist kriegt dann zuerst aufs Maul, oder? Ja, warte mal, vielleicht packen wir den Leaf einfach dahin und den dahin. Versuch mal dein Glück bei der Slot Machine, kann ich nicht. Hab keine Tokens mehr. Die kostet halt 100 von dem Kram hier oben und wir haben 0. You see? Geht nicht. Okay, die 27er mit Battery ist halt immer noch eine Nummer zu crazy. Das ist sehr bedauerlich.
Ja, das Formation Building ist im Moment aber auch eher so irgendwie, Also ja. Das Ding braucht halt irgendwie ewig, bis es mal wieder lebt, oder? Okay, regeneriere dich mal hier unten weiter. Machst du hier noch irgendwas? Okay, läuft. Und die regenerieren sich nur, wenn die in dem Slot sind? Also nur, wenn die... Alter, das braucht ja ewig, um sich wieder aufzuladen. Holy shit. Die Frage ist, können wir inzwischen, na, Eis werden wir so schnell einfach nicht bekommen, oder? Ah, guck mal, wir können hier aber Collection machen. Außerdem müsste doch hier langsam mal irgendwas fertig sein, oder? Braucht alles so ungefähr noch eine Minute, anderthalb. Okay. Schauen wir mal rein, ob es eine neue Formation gibt. Scheint so. Aber können wir uns halt alle nicht leisten. Weil wir halt alle Eis brauchen und Eis haben wir noch nicht. Werden wir garantiert erst hier den 2-10er Boss platt machen müssen und es geht im Moment noch nicht. Also. Nehmen Informationen selbst. Ja, aber hier kommen ja keine neuen Formationen rein. Die muss ich ja, wenn dann, craften oder finden. Da wäre auch dann, wenn, glaube ich, ein Ausrufezeichen dran oder so, wenn da irgendwas passiert wäre. Das Halloween-Event checke ich halt im Moment auch nur so zur Hälfte, aber okay. Einmal Alpha-Pin für uns. Dann nehmen wir den nochmal raus. Machen das mal so. Ach, die leveln dann weiter. Guck mal, die sind ja jetzt alle schon Level 2. Der ist gleich Level 3. Okay. I see. Und die Cells sind quasi echt nur so für den Strombetrieb, für den Kram. Okay, dann lass doch aber gerade mal die hier rausnehmen und die hier reinpacken. Ich würde den nämlich ganz gerne leveln. Und den Leaf Token vielleicht auch. Weil der ist halt schon so unser Main Tank im Moment. Der ist aber slow. Okay, dann müssen wir vielleicht nochmal irgendwas dismanteln dann bei Gelegenheit. So langsam komme ich ein bisschen rein. Es ist halt not bad. Also ich glaube, ich brauche halt echt noch eine Weile, bis ich so durch das ganze System irgendwie durchgestiegen bin, aber... Collection Menu, okay. Noch Level 1, das ist auch okay, ne? Ja, okay. Ne, der müsste eigentlich Level 2 sein. Ah ja, jetzt auch. Okay, steht dann auch dran. So, wir haben aber auf jeden Fall die Collection neu. Es gibt eine Menge Pins. 283 Pins. Das ist mehr als Pokémon in der ersten Edition. Fast doppelt so viel. Das ist quasi schon Idle Champs Niveau. Nee, Quatsch. Crusaders Niveau. Ah, und das sind Gegner. Spannend. Okay, es gibt nur 12 Stages, wie es aussieht.
Das ist erstmal nicht so viel. Oh ne, es gibt nicht 283 Pins, sondern das ist quasi die komplette Collection, oder? Da zählen die Monster auch mit rein. Aber okay. Du kannst auf jeden Fall hier nochmal hin und F steht für Fighting und S ist ein Support Pin dann, oder? Würde ich mal vermuten, wir können mal gerade gucken, ob wir den Leaf Pin irgendwie mal ein bisschen... Also das macht ja auch wenig Sinn, der soll sich mal heilen. S ist slow, F ist fast für Attack Speed, okay. Hier wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin und N ist dann... N ist so dazwischen. Scheint so. Oh, und dass der Leaf Pin sich heilt, geht hier richtig gut. Ich finde es ein bisschen nervig, dass man die ganzen Sachen hier unten noch mit rumliegen hat. Das ist halt so... Also wenn man sie wenigstens anklicken könnte, statt dem Menü-Button dann. Aber du hast ja eh hier oben den Menü-Button dafür. Und die blockieren dir halt einfach Platz. Oder? Nee, tun sie nicht. Gerade sind nur 6 Pins belegt und das werden... wahrscheinlich die beiden Formationen und die beiden Dinger sein. Vermutlich das Help-Dinget noch. Sehe ich irgendwo, welche das sind? Okay. Hey, der Leaf-Pin lebt wieder. Ich bräuchte halt noch einen grünen Slot. Ach nee, Moment, den Geist kann ich ja überall hinpacken. Gerade gar nicht dran gedacht. Oh, apropos Geist, Kürbis ist reif. Okay. Können wir dann gucken, ob wir hier was reißen? Ja, ein bisschen. Also schadenstechnisch ist okay und das Leaf-Dinge tankt halt eine Weile. Das geht halt schon. Oh, ich glaube, ich mache gleich was ganz Dummes, aber den konnten wir wieder nirgendwo einsetzen, ne? Ja, well, shit. Das dritte im Crafting? Was meinst du jetzt? Was meinst du mit das dritte im Crafting? Season? Weiß ich nicht. Es wird vermutlich so ein Soft-Reset-System sein, nehme ich mal an, aber sicher weiß ich es nicht. Oder lief es gleich tot? Okay, lebt hier gleich mal irgendwas wieder? Ah ja, die 3. Okay, der Geist stirbt einfach instant wieder. Schön. Oh, nicht so schön. Wir
könnten tatsächlich mit dem ganzen Stuff, den wir haben, gerade nochmal einen Alpha-Pin craften. Und mal gucken, ob wir... Den Ghost-Pin können wir nicht leveln, ne? Kann Ghost-Pop überhaupt sterben? Er stirbt ja nicht. Er ist ja nur außer Gefecht. Wie bei Pokémon? Maybe. Abgesehen davon ist halt so eine Frage, können Zombies sterben? Also er ist jetzt halt ein Geist und kein Zombie, aber es kommt irgendwie aufs Gleiche raus, oder? Wobei, sind Geister untot? Weiß ich nicht. Es wird ein random Pin angegriffen, außer der Pin sagt, er ist Tank, also nichts mit Leaf. Schade eigentlich. Aber Leafy McLeafface kann auf jeden Fall tanken mit seinen 60 oder 61 Hitpoints. Zombies sind untot, Geister sind komplett tot. Weiß ich nicht. Der Tank ist voll. Kriegen noch einen ELX-Pin, das finde ich sehr gut. Den können wir 60 Cells, das lohnt ja gar nicht. Cells ist ja mal richtig weak. Wir können hier aber gerade mal alle rausnehmen und packen die einfach mal, keine Ahnung. Auf das Ding drauf. So, jetzt haben wir halt keinen grünen Slot frei. Das ist aber okay. Mitmäßig ist immer noch das Gleiche. Wenn ich mal unter der Erde liege, kommst du, wenn du mal unter der Erde liegst, kommst du als Geist vorbei und beantwortest mir die Frage. Kommt drauf an, wer von uns eher das Zeitliche segnet, glaube ich. Habe ich das Ding nie eingelöst? Das, okay, wo auch immer das jetzt herkommt. Wo hatten wir diesen traurigen Haufen Cells drin hier, ne? Irgendwas wollte ich gerade machen. Achso, ich wollte tatsächlich hier mal wieder reingucken, ob wir das Ding jetzt zum Beispiel tunen können. Nicht gut. Okay. Also richtig ralle ich das ja auch noch nicht, aber ist vielleicht auch erstmal gar nicht so wichtig. Okay, steht jetzt schon von zwei Leuten, die ihr Cube-Game total zerschossen haben. Dann testen wir das vielleicht halt doch einfach nicht an. Das wäre jetzt so das nächste, was ich im Stream vorgestellt hatte, aber wenn man das so innerhalb kürzester Zeit zerschießen kann, dass es halt super buggy ist, schwierig.
Weiß nicht, ob sich das dann lohnt. Lass gerade nochmal hier ein paar. Wobei. Die Mad Batteries zu hauen bringt halt auch nicht so viel, ne? Also dann stecken wir halt im nächsten Gebiet fest, zwangsläufig. Vielleicht hebe ich mir das Cube-Ding einfach mal für morgen auf. Mal gucken. Dann eiern wir hier noch ein bisschen rum. Wie sieht es denn eigentlich mal... Oh, wir können bei Idle Champs gleich noch was kaufen. Finde ich gut. Ich weiß gerade nicht, ob ich hier noch weitermachen will oder nicht. Das ist so... Das ist halt so... Ja, ist not bad, aber... Gerade ist jetzt einfach so eine Phase, wo es sich ein bisschen... Aber wir können hier natürlich mal extra Drops enablen. Wir haben ja eine ganze Menge Kram eingesammelt. Give extra Drops, please. Verwirrt mich halt immer noch, dass der Hintergrund bei dem Ding leicht andersfarbig ist als bei den anderen Buttons und ich denke die ganze Zeit, da ist irgendwas aktiv. Ich wette, das ist mit Absicht so gemacht, weil es der Shop ist. Einfach alles tot ist. Aber, wir haben das Ding platt gekriegt, aber das wird jetzt vermutlich einfach nicht besser, oder? Oh wow, hat es eine... Soll es ein Bart sein oder eine Nase? Ich bin mir unsicher, es hat irgendwas bekommen. Die Pins dann auch irgendwie übereinander liegen. Hier ist noch ein Alpha-Pin, den habe ich halt voll nicht gesehen. Gelb. Gelb haben wir auch gar nicht, oder? Ist ja ungünstig. Das ist ja schon eher schwierig. Q-Cam kannst du ruhig mal anspielen, so 3 bis 5 Stunden Spielzeit bekommt man da schon raus. Ja, dann machen wir das, glaube ich, mal morgen. So. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Heute sehe ich das gerade nicht mehr. Ich gerade auch einfach unfassbar müde werde. Das, glaube ich, einfach noch an meinem dezenten Koffeinentzug liegt. Irgendwie Sonntag meinen letzten Kaffee getrunken. Das heißt, ich bin jetzt so den 5. Tag komplett ohne Koffein. Und ich merke es. Ich merke es auf jeden Fall. Ich war halt wirklich so an dem Punkt, wo ich halt wieder täglich Kaffee getrunken habe und dann aber von irgendwie einem Kaffee halt einfach mein Körper zwar wach geworden ist, also mein Körper halt so leicht hibbelig geworden ist, mein Hirn aber immer noch so, dem hat es halt gar nichts mehr gebracht und deswegen habe ich gesagt so, nee. Dagegen hilft jetzt entweder nur direkt Entzug oder noch mehr Kaffee trinken und ich hielt den Entzug irgendwie für die sinnvollere Variante. Dann würdest du morgen in etwa streamen, bist einen halben Tag unterwegs. Hättest du was für die Reise zum Schauen? Ich habe keine Ahnung. Das kommt drauf an, wie ich wach werde und Lust habe. Tendenziell wahrscheinlich ab späten Vormittag irgendwann. Wenn ich super früh wach bin, vielleicht auch am frühen Vormittag, ich weiß es nicht. Das kann ich noch nicht genau sagen. Gerade mal wieder aus.
Irgendwie habe ich das Gefühl, kommen wir bei der Battery besser vorwärts als bei der 2.7, ne? Spannenderweise. Was einfach daran liegen könnte, dass sie langsamer angreift. Sie kommt halt einfach so gut wie nie zum Angreifen, oder? Sie halt immer vorher wegklappt. Das ist, glaube ich, so der Deal. Die ist wieder schneller, das wird kritischer. Die kann halt mindestens einmal zuschlagen, bevor sie umfällt. Oh, hier gibt's irgendwas Neues. A Support? Really? Das braucht eine ganze Menge, das können wir uns noch nicht leisten. Wir haben die 800 Grass noch nicht. Dann sparen wir jetzt auch erstmal und kaufen keine weiteren Alpha-Pins. Nee, die fuse ich auch gerade mal nicht. Also ich könnte theoretisch einen Gamma-Pin machen, aber der ist dann grün und den kann ich nirgendwo einsetzen. Das bringt uns nichts. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Herzslot mache, ehrlich gesagt. Kann ich da irgendwie kaputte draufpacken zum Heilen? Oder für was ist der da? Soll das überhaupt ein Slot sein? Ich bin mir unsicher. Herz ist Support Pin? Das klingt fast logisch. Das heißt, da brauchen wir ziemlich sicher erst das Support-Ding für erforscht. Vielleicht ist Herz aber auch einfach irgendwas anderes, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein Kürbis am Start. Wo haben wir eigentlich das Deuterium herbekommen? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Da haben wir 1000 Stück von irgendwie for free für irgendwas bekommen, ne? Am Anfang direkt. Oh, 9er Battery haut auf jeden Fall hart rein. Ich würde mal gucken, ob wir vielleicht das nächste Gebiet noch mitkriegen. Das ist ja nur noch... Ja, wobei, die danach müssen wir halt in einem gewissen Zeitraum... Da haben wir auch wieder nur so 15 Sekunden, oder? Dann müssen wir mal gucken. Aber wir kommen hier ja slow and steady zumindest vorwärts. Also wir sind ja irgendwie bei fast der Hälfte. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, welcher Pin gerade lebt. Zeit, dass der Leaf-Pin sich langsam mal wieder erholt. Wird bei dem Pin, also werden da eigentlich die Hitpoints gespeichert, wenn ich ihn rausnehme und er nur so halb Hitpoints hat oder so? Was macht nochmal der Noob? Der Noob ist einfach die Formation. Also das ist die Formation. Im Vergleich zu dem 2-Slot-Ding am Anfang. Okay, es war gerade so der Versuch, werden die Hitpoints gespeichert oder kann ich die Dinger quasi heilen, indem ich sie rausnehme und wieder reinpacke? Aber nein, kann ich nicht. Schade. So, während das Leaf jetzt aber das meiste abkriegt, hat der Rest auf jeden Fall mal Zeit, sich ein bisschen zu heilen. Das sieht doch ganz okayisch aus. Dann machen wir nämlich auch wieder vernünftig Schaden. Kurzzeitig.
Ist die Musik? Ah nein, Musik ist nicht alle, okay. Vielleicht dauert es doch noch ein bisschen, bis wir das nächste Gebiet freigespielt haben. Die spannende Frage ist, gibt es Offline-Progression? Und speichert das Spiel automatisch? Send Highscores? Was Highscores? Send Nudes? Ah, es gibt hier einen Save-Button. Okay, und Autosave ist alle 30 Minuten. Okay. Demnach gibt es wahrscheinlich keine Offline-Progression, würde ich mal vermuten. Keiner will Bench-News. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich welche senden will. Das war nie meine Intention. Offline gibt es nur, nachdem man Reset-Upgrade gekauft hat, aber das ist fast nutzlos. Du hast das Spiel schon eine Weile gespielt, oder? Also du liest das hier jetzt gerade nicht alles irgendwo raus und ich übersehe das die ganze Zeit. Also es würde mich auch nicht wundern, aber... Du hast schon gespielt, okay. Das beruhigt mich ein bisschen. Liest einfach live aus der Hilfe vor, beziehungsweise tippt sie ab. Ja gut, es wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Die Währung hier, dieses Ethereum oder wie auch immer es heißt, das Logo oder das Symbol könnte halt auch einfach das Logo von irgendeiner Black Metal Band sein. So schwer lesbarer Schriftzug hier einfügen. Habe ich gerade gesagt, dass Pira nicht lesen kann? Nein, habe ich nicht. Wie kommst du da drauf? Oh, wir sind total bei viel zu vielen. Kriegen wir das Ding? Oh Gott, es greift ja richtig schnell an, aber es macht super wenig Schaden. Okay, aber bei uns ist gerade zu viel tot. Lass mal gerade auf 2-1 zurückgehen und ein bisschen chillen, bis alles wieder lebendig ist. Das wäre wobei... ja, schwierig. Ich glaube, ich packe statt dem Leaf auch gerade mal den Gamma-Token rein. Probieren wir das nochmal. Aber die 500 Damage kriegen wir halt im Leben. Doch, kriegen wir. Nice. So, Map. Die Farm. Aber auf der Farm kriegen wir doch locker auch kein... Crazy Bulbs, okay. Auf der Farm kriegen wir doch locker auch kein Eis, oder? Die Bulb macht vor allem ordentlich Schaden. Oh doch, die hat eine 0,5% Chance, Eis zu droppen. Das Ding macht 12 Schaden? Naja, und wir haben exakt einen Pin, der mehr als 12 Hitpoints hat, okay. Ja, dann sollten wir da vielleicht nicht farmen. Wobei. Doch, das geht total gut, weil das Ding nämlich nicht zum Angreifen kommt, das scheiß langsam ist. Das geht schon.
Gibt es noch irgendwas Neues? Hier gibt es eine Menge Neues. Leaders 1, okay. Glühbirnen hier bestehen aus Holz, Gras und Schnee und ein bisschen Eis. Ja, ist vollkommen logisch, oder? Deswegen leuchten die halt auch nicht. Okay, ja, ich glaube, dann packen wir es für heute mal, oder? Hier so 90 Minuten mal reingeguckt. Ich bin echt überrascht. Also, ich hatte irgendwie so nach der ersten Viertelstunde nicht gedacht, dass hier noch so viel Stuff kommt. Und ich bin auch fast versucht, da morgen nochmal reinzugucken. Ein bisschen weiter zu machen. Schauen wir mal. Für diese Aufnahme aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.